Willkommen zurück zu einer neuen dramatischen Folge Detroit Become Android. Wir sitzen hier mit Connor im Fahrzeug und ich freue mich, dass du da draußen auch wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ja, wir sitzen jetzt hier drin und ich wage mich gar nicht rauszugehen, denn wir wissen, Hank hat am Telefon keine guten Neuigkeiten. Denn letzte Nacht sind zwei Polizisten gestorben. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war gestern auf Streife und wurde von Abweichlern angegriffen. Sie haben seine Leiche gefunden, heute Morgen. Man hat ihn eiskalt mit seiner eigenen Dienstwaffe umgebracht. Er ist vor 3 Monaten Vater geworden. Verdammt! Warum ausgerechnet er? Ich kannte Officer Miller nicht gut, aber er war anscheinend ein guter Mann. Ja. Es tut mir leid, Lieutenant. Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Ganz schön bitter, oder? Chris war wirklich ein feiner Kerl, ein guter Mann. Und er wurde wirklich kaltblütig erschossen von Marcus. Dadurch ist der Hass natürlich noch größer. Aber wenigstens wurde er nicht noch feindseliger mir gegenüber. Ich dachte schon, er hätte jetzt noch mehr Hass gegen mich. Die Feindseligkeit steigt und steigt. Ich meine, die beiden werden keine Freunde mehr. Das wissen wir. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Ja, das Foyer, die Eingangshalle. Schick, sehr, sehr schick. Wahnsinn, oder? So ein Bild hätte ich auch gerne. Das ist cool. Der Mann ist regelrecht hier in der Festung der Einsamkeit. Analysieren. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Schaut mal hier. Amanda. Amanda Stern. Gestorben am 23.02.27. So sieht's aus. Amanda Stern ist tot. Professorin für künstliche Intelligenz an der University Coalbridge. Und er hier, Absolvent in künstlicher Intelligenz an derselben Universität. Da haben wir die Verbindung. Da haben wir die Verbindung. Sie war seine Mentorin. Sie ist wirklich hübsch. Amanda ist wirklich hübsch? Oh, ja. Nette Hütte. Das liegt wohl im Auge des Betrachters. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Nein, wahrscheinlich nicht. So, was haben wir hier? Ein Jahr nach dem Tod von Amanda geht der Gründer in Ruhestand. Not bad. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Das sind dabei echt dunkle Gedanken, mein Freund.
Das sind wirklich sehr, sehr dunkle Gedanken. Irgendwas konnte ich eben gerade noch angucken. Wahrscheinlich die Figur hier drüben. Aha. Er hat Geschmack. Er hat auf jeden Fall Geschmack. Irgendwie futuristisch, aber trotzdem besonders. Weltraumtourismus. Luxusurlauber greifen nach den Sternen. Zero Gravity. U-Bahn verbindet New York City und Washington DC in 45 Minuten. Krass. Einfach nur krass, was nicht alles gibt. Cyberlifes Wahrsagercomputer. Das ist eine KI, die Börse bestimmt. Das ist Realität. Das gibt's wirklich. Also das ist nicht irgendwie etwas, das erst in 20, 30 Jahren passieren wird, sondern das haben wir jetzt schon. An dem Punkt sind wir bereits. Weil der Mensch einfach nicht mehr so viel leisten kann wie die Maschine. Die Maschine ist weit über uns. Oh, Chloe. Man muss sie lieben. Empfängt sie jetzt. Man muss sie einfach lieben. Kann ich mich jetzt mal aus Trotz irgendwie hinsetzen und sagen, nö, ich drauf geschissen, ich setze mich hin, Baby. Was soll das hier sein? Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Oh Mann. Hat der ein Glück? Er hat ganz viele Chloes. Wie gerne hätte ich eine Chloe. Er zieht hier seine Bahn. Ein roter Pool. Das ist so eine geniale Idee. Ich bin ja so jemand, ich hätte voll gerne meinen eigenen Pool. Naja, wer hätte nicht gerne seinen eigenen Pool? Ja, jeder hätte gerne seinen eigenen Pool. Aber wenn ich mir einen Pool mache, dann werde ich ihn auch rot machen. Das sieht aus wie Blut. Es sieht einfach aus wie Blut. Ich könnte in Blut schwimmen. Sexy, oder? Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Nein, im Grunde nicht. Im Endeffekt war es doch klar, oder? Wenn ein Krieg zwischen Menschen und Abweichlern ausbricht, sterben Millionen, Mr. Kamsky. Wir müssen diese Sache ernst nehmen. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Abwehrend, direkt, neutral. Ich mach direkt. Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Aggressiv, neutral, beunruhigend. Aggressiv! Ich glaube, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht.
Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihren Pol. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Oh Mann, ekelhafte Position, ganz, ganz ekelhafte Position. Also ganz ehrlich, vielleicht will ich sie ja erschießen, ja? Ich meine, vielleicht ist ja mein eigener freier Wille zu sagen, hey, die wunderschöne Chloe, die vor mir kniet, ich will sie töten. Ich meine, letztes Mal haben wir nicht geschossen. Wir haben den guten Weg gemacht. Wir waren ein Abweichler von Anfang an im Endeffekt. Aber diesmal bin ich der Predator. Und deswegen töte ich. Alle starren mich an. Mir tut's leid, weil Chloe ist echt wunderschön. Na gut, ich erschieße sie. Okay, ich bin bereit. Oh, Hank! Scheiße! Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Oh, shit. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ich will wissen, wer RA9 ist. RA9. Der Ursprung. Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer RA9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias. Vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas Übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Connor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Tja, ich würde gerne wissen, was die beiden Chloes hier Übrigens. Reden. Übrigens. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Ja, das ist doch alles irgendwie forciert. Also ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufälle sind, die hier passieren. Du hast sie erschossen, verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das Scheißhirn weggepustet. Ich tat, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder tun. Du bist Abschaum. Du fühlst gar nichts, oder? Eine Maschine, das bist du. Bloß eine beschissene Maschine. Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte... Ich dachte schon, jetzt überfährt er ihn. Oh Mann, 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 Mann. Tja, das war die Seite der Medaille.
Ich bin eine beschissene Maschine. Sonst nichts. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.